Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier auf dem Kanal. Wir sind mal wieder mit dem Zug unterwegs. Und zwar mit einer Class 419 und sind da ein kleiner Postzug zwischen Brighton und London Bridge. Hier an der Station ist das Ganze hier schön eingepackt worden und wir sollen weiterfahren. Und bei der Station sollen wir entweder bei der Vierwagenhalttafel anhalten oder bei S. Okay, dann machen wir uns mal bereit. Das ist übrigens unsere Schönheit. Es ist eigentlich, wenn man so möchte, ein Bremswagen mit zwei Führerständen und für Trailabnahme. Besonderheit an der Class ist, die kann auch mit Batterie fahren. Wir haben hier so einen Battery Mode. Und mit der Batterie kann man so zwischen 20 und 40 Minuten fahren, bevor man dann wieder mit Third Rail aufladen muss. Wahrscheinlich. Okay. War falsch. So dreh. Ursprünglich gedacht gewesen für die Bootszüge, bzw. Fernzüge. Bis der Betrieb von denen dann eingestellt worden ist und dann wurden auch die langsam eingestellt. Letzte offizielle Fahrt 2004. Ich meinte, es sind 10 oder 11 Stück von denen gebaut worden. Und bis auf 2 sind tatsächlich noch alle erhalten. Züdre. Bremsen mal hier runter. Bin da schon mal ein bisschen zu schnell dran. Sehr gut, das passt. Oh. Ist schon ein netter kleiner Wagen. Ist auch kürzer als Standard-MK1-Wagen. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier mal an der 4 halten. Das war vielleicht ein bisschen zu viel. Na komm. Sehr gut. Und Türen auf. Und das ist auch richtig schön animiert hier. Ne? Was soll's, also hier sind jetzt die Türen aufgegangen. Da sehen wir jetzt hier schon die ganzen Päckchen, wie sie dann rausgeladen werden, wie sie eingeladen werden. Und mehr ist es nicht. Also du hast hier zwei Compartments. Also hier drei. Also zwei, also es ist hier ein großes Ding. Und dann die hintere Seite, ebenfalls das gleiche, inklusive, wo war der Guards-Abteil? Ich bin mir gar nicht sicher, wo der war. War der hier drin? Nee. Ah, wobei, das wird vermutlich für die Batterien sein, hier. Södele, Abfahrt. Sehr gut. Wenn man gerade mal Vollschmack ist. Eigentlich mal so rein spaßeshalber. Könnte man mal auf den Batteriemodus umschalten. Und Battery. Einfach um zu schauen, ob die Charge Level hier auch wirklich runtergehen. Machen wir jetzt mit dem Licht wieder an. Die ist ein bisschen schöner. Beschleunigt auf jeden Fall langsamer im Battery Mode, was irgendwo auch nachvollziehbar ist. Aber zieht an. Müssen wir schon ein bisschen fahren, bis da irgendwas sichtbar ist da oben. Nächster Halt, Nobu Junction. Also geht es jetzt dann gleich mal hier runter. Ich soll aufpassen, dass ich da nicht zu schnell werde.
Beziehungsweise, weißt du was? Wir fangen da schon mal an zu bremsen. Oh, ein bisschen runter noch. Diese Rampe macht bestimmt Spaß im Winter. Immer eigentlich eine anständige Cinematic. Oh ja. Er macht es immer von unten. Geht doch. Ja, das Zukorn klingt nicht mehr so gesund. Sieht man schon was? Ja. Bisschen ist die Nadel schon zurückgegangen. Oh, Spiel, come on. Ja, 1 km/h hier. Ja, da vorne haben wir schon unsere Station. Eigentlich gerade zu, wenn wir jetzt rein vorne auf beiden Seiten beladen. Aber sehr gut in der Zeit. Das gefällt mir, wenn wir hier pünktlich sind. Okay, haben wir da eine Tafel für 4? Ja, da hinten ist sie. Sehr gut. Und das sieht nach einer Punktlandung aus. Ja, nicht ganz. Gut, haben sie auch mal einen Wagen ausgetauscht da. Ah, 4L-Verfahren. Wäre eigentlich auch mal wieder was. So, ah, wie machen wir den hier? Ne, halt. Den hier. Die Finale von TSTV. Tuesday. Was auch immer das für eine Serie ist. Ah, das kenne ich schon. Das ist ein bisschen alt. Mhm. Ja, das ist eine sehr aussagende Werbung. Travel Insurance. Keine Infos, kein gar nichts. Ah, das sieht danach aus, als wenn hier mal ein Gleis gewesen wäre. Vor längerer Zeit. So, Abfahrt. Beziehungsweise, ich muss mal ganz kurz passieren, liebe Leute. Ich bin gleich wieder da. Aber mit der Macht des Editing bin ich schon wieder da. Wir sollten abfahren. Beziehungsweise erstmal die Bremsen lösen. Nächster Halt ist Annerly. Plattform 1. Wir bleiben noch ein bisschen auf Batteriemodus. Würde ich mal ein bisschen leer machen. Aber mit Battery Mode, was steht da vorne drauf? Overlength, 67 Feet, Buffers. Tja, okay. Ja, wobei, wir hätten jetzt dann hier 60. Batteriemodus ist maximal 40 angesagt. Also 40 Meilen pro Stunde. Machen kann das Ding aber bis zu 90. Was echt schnell ist für den kleinen Wagen. Okay, schaut mal wieder um. Und dann müsste er eigentlich hier wieder aufladen. Ah, das waren auch Zeiten, dass wir die Postzüge bei den Stationen gehalten haben.
Okay, bei der nächsten Station sieht es so aus, als müssten wir da bis ganz zum Ende fahren. Ja, bin ich gerade ein bisschen flotter rennen. Südlich. Ja, ein bisschen davor. Ich glaube, das kann man durchgehen lassen. Dafür sind wir pünktlich. Ach doch, da geht die Tür auf. Aber eigentlich, ne, wenn du weißt, dass du so unterwegs bist, wäre es irgendwie praktischer, wenn man da... Warte mal, wo ist der Eingang hier? Ist der direkt hier? Ja, wenn man dann hier so stehen bleibt, ne? Ist aber dann... bisschen blöd für und vor allem, du sagst, okay, bleib beim Eingang stehen. Nehmt mal halt den kürzesten Marker. In dem sind halt vier. Ein bisschen weiter vorne. So. Abfahrt. Ah, ich finde den Sound schon geil, vor allem wie er dann hochschaltet. Wir konnten dann sogar in Mehrfachtraktion fahren, was wir dann auch gemacht haben, zwecks Kapazität. Und es gab dann noch die Class 499, glaube ich, war das, als Gepäckwagen hinten dran noch. Da wurden aber alle verschrottet, leider. Bisschen weiter nach vorne noch. Komm. Sind schon giftig die Bremsen von dem Ding. Sehr gut. Andererseits, so wahnsinnig viel zum Bremsen hat sie hier ja nicht. Ich meine, das Ding ist recht kurz, klein, kompakt, dann kommt halt nur die Post dazu. Das ist eher das Problem, dass du zu fest bremst und dass das Ding dann wegrutscht. Müssen wir mal schauen, gibt's. Ich habe gerade die Wikipedia-Seite noch mit offen. Oh, da steht jetzt, glaube ich, irgendwie kein Gewicht. Das ist interessant. Rein vom Leistung, also von den Fahrmotoren haben wir insgesamt 500 PS. Eigentlich gar nicht mal so viel, aber gut, was brauchst du da schon bei so einem kleinen Wagen hier? So, Seidenham. Warte, nächste Station. 11 Uhr zu wo? Das wird aber sehr knapp. Gut. Ich meinte, es gab sogar mal eine Railtour mit einer 411 und 419 zusammen. Also sie können auch zusammenarbeiten. Das wäre eigentlich auch mal was. Aber nee, ich glaube, ich habe sogar so ein Szenario irgendwo in der Library, wo man genau diese Railtour da nachfährt. Also eine davon zumindest. Autsch. Ja gut, Gott sei Dank haben wir keine Passagiere. Oh, der fährt einmal short. Wird das eigentlich hier immer voller? Nee. Oder? Doch, ich glaube, der macht den hier wirklich voll. Ja, okay. Also wirklich viel Platz haben wir nicht mehr. Hier noch ein bisschen was. Steht da Maximum Load 11 Kilo pro Sack.
Boah, wenn du mal so einen ganzen Zug auspackst, dann hier. Hast du auch ein bisschen was bewegt. Und deshalb vielleicht mehrmals pro Schicht. Wenig los hier. Ja, gut, aber ansonsten bist du eigentlich. Also, Chargen, glaube ich, braucht wesentlich länger. Wirklich bewegt hat sich das da hier nicht. Moment, was stand hier? Switch Limit CLR to Series Only. Ja, ich darf noch nicht fahren. Aber jetzt. Ach, das war die Klingel vom anderen. War noch viel zu laut. Ich mag solche Details. Geht's. Forest Hill, ebenfalls wieder Plattform 1, ganz zum Schluss hinfahren. Oh, und wir haben sogar rot. Oder auch nett, aber vor uns fährt auch irgendwas. Stückchen noch. So, ich würde sagen, hier bleiben wir mal stehen. Sehr gut, Tür auf. Ich glaube, das ist wirklich systematisch von vorne nach hinten vom Modell her. Also ich würde es ja schon irgendwie cool finden, wenn wir bei der letzten Station hier komplett voll sind. Das wäre ein Fest. Ich glaube, das ist garantiert von Armstrong Powerhouse, der, der Sound. Südele. Wir wären ready. Los geht's. Oh ja, wie geil. Ciao, Kollege. Ah, oh, hätten wir jetzt noch ein bisschen mehr Speed drauf. Ja, vielleicht bleibt er ja wie wir bei der nächsten Station stehen. Ganze Plattform für drinnen hat, ansonsten wird er halt hier Express fahren. Ja, nee, der fährt Express. Oder? Ich muss hier mehr bremsen. Da geht's bergab. Komm, noch mal eins rein. Oh, tatsächlich geschafft. Naja, bis sie nicht noch fahren können. Wo ist das? Von da hinten kommen die. Ja, das, ah, das passt schon. So, tut sich jetzt hier jetzt noch was?
Ja, vielleicht habe ich auch Pech und das ist jetzt schon die Vollsetting von dem Ding. Ah ja, aber wenigstens haben sie da was animiert. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, da wird tatsächlich was gemacht. Tödli. Kann ich eigentlich das? Geht tatsächlich. Okay, halt erwarten. Am nächsten Signal. Ich gehe mal davon aus, dass das dann gleich mal umspringen wird. Nachdem wir um 11.10 Uhr da sein sollen. Yes, ist gelb. Nice. Wie erwartet. Hat es aber ziemlich lange gedauert, bis der Kompressor mal wieder was macht. Ja, der Zug, der wird jetzt vermutlich die ganze Zeit begleiten, so wie das aussieht. So, komm, ganz nach vorne, zu S. So, sehr gut. Dann bitte einmal einladen. Dann haben wir hier irgendwas Interessantes. Nee, es ist ziemlich... Trist hier vor Ort halt. Stationsmäßig ist auch nicht gerade die spannendste. Wobei solche Stationen eigentlich schon irgendwie geil sind für Trainspotting. Gerade wenn man Express da in der Mitte hat. Und am geilsten wäre, wenn man dann nicht so ein Gitter hat an Brücke. Da eigentlich sowas. Ja, genau. Dann hier so oben stehen und das sogar noch in der Kurve. Oh, ich glaube, da kannst du ein paar schöne Fotos hier machen. Ja, doch. So Leute, schnell einladen. Bitte wieder weg. Nice. Genauigkeitsbonus. Der extra Punkt hier, 732. 1000 werde ich glaube ich nicht schaffen. Plattform 5, okay. Ja, wir haben gelb. Okay, sehr gut. Hey, da haben wir ja unseren Express wieder. Ja, ja, ich weiß. So, komm runter, da ist die 4. Ja, das muss ja passen. Schon mal aus. Ja, ein bisschen short, aber ansonsten. Was? Oh, Moment. Ist er jetzt hinten eingeladen worden? Ja, geil. Da ist jetzt ja doch noch was eingeladen worden. War da noch alles drin? Jo. Nice.
Oh, dahinter ist. Das ist Anomaly. Ich dachte, da wären eigentlich die Batterien. Ah, wobei. Da drunter. Fantastisch schon. Auch wenn. Ja, okay. Details. Das hätte man sich eigentlich auch sparen können, das hier. Diesen kleinen Gang hier. Hätte man ein bisschen mehr Platz gehabt. So, gelb. Nice. Und 30 erwarten. Mach mal. Wie weit fahren wir eigentlich noch? Falscher Button. Wir fahren. Cool, bis jetzt alles angenommen. Wir fahren noch bis London Bridge. Fahre über. Das ist dann eh der nächste Halt. Das sind nur so Fahre-Über-Sachen. So, gehen wir aufs Minimum. Nee, lass mal aus. Okay. Na, kriege ich auch für die Genauigkeit? Oh ja, geil, 44. Ah, 30 ist nur noch links. Okay, ja dann nicht. Hat man doch trotzdem beim Gelben. Keine Weiterfahrt für uns, wir sind nicht so wichtig. Na, immerhin jetzt. Ja, dann werden wir einfach mal ein bisschen langsamer fahren. Da können wir es vielleicht ein bisschen aufhalten, dass wir hier ständig anhalten müssen. Geht's ja nicht da links? Ah, rechts hin? Kann ich dann nochmal kurz auf die Karte gucken. Weil das könnte ich eigentlich auch jetzt machen. Spiele zentrieren. Ah, okay, das geht dann hier so oben rauf. Ist eigentlich noch ein bisschen was los hier, ne? Sagen, das ist es unseres? Ja, nein. Komm her, zeig dich. Yay, es ist rot. Nichts los auf der Strecke. Wir dürfen hier stehen. Doch, von da hinten ist was los. Oh, muss ich wegen dem warten? Lass uns das mal ganz kurz anschauen. Ist es wegen... Ja, es ist wegen dem. Junge, gib Gas. Ich hasse das Geräusch von der Baustelle so sehr. Jedes Mal, wenn es irgendwo verbaut ist. Das ist so furchtbar. Vor allem, das ist einfach so monoton wiederholend. Echt nicht schön. Es hat aufgehört. Ne, jetzt wird er da. Wo ist denn der überhaupt? Ach, da. Vermutlich null. Interesting.
Ja, okay. Gehen wir wieder zu uns. Und dann noch einer? Oha. Eine Long Version hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Drei Einheiten. Ja. Das ist nicht da mal einen echten People Mover dann. Also das wäre noch etwas auf meiner Bucketlist, mit so einer alten Slamdoor EMU rumzudüsen in England. So, wie schaut's aus? Sieht so aus, als ob wir gelb hätten. Ja, da ist der andere Kollege da hinten. Oh ja, doppelgelb. Ich glaube, das reicht für die Geschwindigkeit. Aber das Rot ist da richtig dahinter. Oder? Nee. Verguckt. Jetzt aber rot. Hey, ja. /27. Ich glaube, wir stehen hier keinen Moment. Genau den Slot abpassen, wo die Züge hier aus bzw. eingefahren sind, wo ein Puffer ist von ein paar Minuten, und dann geht es für uns weiter vermutlich da auf die rechte Seite rüber. So, bleiben wir hier mal stehen. Schon geil aus. Ach, das machen wir wieder mal. 4L fahren. Wieder ein anständigen Szenario. Ja, vielleicht wenn wir Glück haben, wenn er weg. Wobei macht es Sinn, wenn es er ist. Ne, das ist eine eigene Gruppe hier. Aber soll ich sagen, es kommt von hinten was. Naja, aber auch da drüben. Mal auf die Karte gucken. So, wir sind da und wir sollen wohin? Ja, okay, da oben drauf. Einmal hier so drüber. Könnte uns aber eigentlich reinlassen. Warum nicht? Darüber. Gleis 15. Was ist das hier? Gleis 14, 15. Ja, ich glaube, da kommt von hinten noch was, oder? London Service. Na, eventuell er hier. Jo, gedulden. 27. Hm.
Na, als Güterzug, glaube ich, gewöhnt man sich dann irgendwann mit der Zeit dran. Sagen wir, hält. Ach nee, der fährt über die Weichen. Aber da hatte ich vor kurzem in TD2 auch so einen Kandidaten. Der ist ein Güterzug zu mir gekommen. Und ich war da in Perzow, das ist eine längere Station. Der hatte eine Verfrühung von, ich glaube, 49 Minuten war es, als er bei mir angekommen ist. Und hat dann weiterfahren müssen nach Oniki. Und Oniki ist recht gut besetzt gewesen an Fahrplänen. Und haben bei mir halt auf die Seiten genommen. Haben gesagt, naja. Wo kommen jetzt da die Pfeifen her? Jedenfalls haben dann auf die Zeit genommen, weil Oniki hat gesagt, nee, ist nicht. Und dann glaube ich, war es so, dass er dann eine halbe Stunde hätte warten müssen, mindestens, bevor Oniki dann gesagt hätte, naja, da wäre dann eventuell das Slot, wo man halt kurz mal reinfahren kann. Ansonsten hat er gefühlt alle 10 Minuten Zugeinfahrt gehabt auf dem Anschluss, wo der hin musste. Und diese Fahrer von diesem Güterzug, wir haben alle 5 Minuten genervt mit, man kann nicht abfahren und gibt's was Neues. Und ja, wie man gesagt hat, Junge, du hast eine mega Verfrühung, du wirst dann fahren, wenn es dann geht. Dann musst du halt warten. Und ja, eben, Verfrühung kann man halt abwarten. Damit musst du halt rechnen, dass du da nicht durchkommst. Gleich auch mit einer Verspätung. Im speziellen Güterzug mit Verspätung. Ha, der darf auch nicht reinfahren. So, 15 ist immer noch gelb. Warum ist die Einfahrt für 15 noch da? Ich will hier reinfahren. Aber ist der jetzt nicht auf 15 gefahren? Spieler zentrieren? Ne, auf die 12. Oh, kommt dann noch einer? Mal schauen. Sieht zumindest nichts. Ja, 2 Minuten. Und 9. 15 und 9. Ah, warte mal. Ich muss aber auf die 9. Ja, dann gib mir doch. Ah. Frag mich, ob ich trappen soll. Jetzt bin ich auch ein bisschen ungeduldig. Jetzt fährt aber auch nichts. Und es ist definitiv auf die 9 eingestellt. Ja, Fahrstraße steht eigentlich. Mal kurz tappen. Genehmigung zur Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Wisst ihr was? Ich mal ganz kurz speichern. Just in case. Los geht's. Irgendwas ist hier vielleicht ein bisschen buggy. Irritiert mich jetzt schon ein bisschen, dass die. Ja, ja. Dass die 15 hier auch nur Einfahrt hat. Ohne dass hier was ist. Das ist das erste Mal, dass ich hier links einfahre. Die anderen Male waren immer rechts. Ja, also
Pfeifen ist ein bisschen zu stark eingestellt. Also gerade von der Distanz her. So, beinahe pünktlich. Tappen war eine gute Idee. Oh, da steht ja noch ein Kollege. So, ich glaube, hier ist gut. So, liebe Leute, wir sind angekommen. War ein netter kleiner Ausflug. Wir könnten eigentlich mal die Lichter gerade mit ausmachen. Ja, perfekt. Und es wird sogar noch zwei weitere Teile geben. Ist eigentlich komplett ausgeladen jetzt. Ah, ja. Mal schauen, ob wir da vielleicht nochmal was machen. Aber es hat Spaß gemacht, da mit der 94 mal ein bisschen rumzugucken. Mal gucken. Eventuell machen wir das mit der Sonderfahrt mit der 411er noch dran. Und ich glaube, da ist noch ein anderer EMU mit dran. Müssen wir nochmal anschauen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen was. Also, bis dahin. Ich wünsche euch was. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.